Herzlich willkommen bei Meyers TV 84 und der Einzelfallbetreuung, ja, Part 2 mit ja, neuen Themen und so weiter. Die lauten zum Beispiel Probleme und Lösungen in der Erziehung, so Stichpunkte nur, Verhaltensregeln, wie man vielleicht die Angst von Kindern und Jugendlichen ein bisschen runterdrosseln oder helfen kann. Geschlechterrollen, neue, traditionelle Eigenschaften beim Erwachsenwerden. Was sagen andere über dich? Fragebogen zum Beispiel. Auch ein Fragebogen zur Gewalt in Schulen. Rechte und Pflichten von 0 bis 21. Absprachen. Freunde, die man sich einfallen lässt, also ja, Behauptung sexuelle Belästigung, Thema Handygeneration, Hilfsbereitschaft, Lügen, Familienhalt, Körpersprache, Pubertät und verschiedene Charaktere und natürlich die Medienproblematik in der Kinderstube, also im Kinderzimmer. Das sind so Themen, die ich hier mit ansprechen werde. Ich habe ja auch über längere Zeit auch ein bisschen was erstellt. So eine Art Leitfaden. Medizinisch-fachliche Betreuung. Was eigentlich eher weniger mit Medizin zu tun hat, außer bei behinderten Kindern, die im Rollstuhl sitzen, beziehungsweise bewegungsunfähig sind, die man noch füttern muss. Und ja, Autisten, je nach dem Fall, kommt es eben drauf an. Wo fangen wir denn heute an? Part 2, Thema 1. Zum Beispiel Probleme und Lösungen der Erziehung. Dieses Heft wird noch weiter ausgearbeitet und wird dann auch vervielfältigt, dass dies auch im Handel kommt. Aber etwas umfangreicher natürlich. So, Probleme und Lösungen der Erziehung. Problemsituationen sind Schwierigkeiten, die durch Belügen der Eltern, Belügen der Freunde, Belügen der Bezugspersonen entstehen, dass die Ordnung unzufrieden ist, Vereinbarungen werden nicht eingehalten, Pflichten werden nicht erfüllt, Spielsucht, zum Beispiel PS4, 24 Stunden am besten und auch gar nicht mehr die Hausaufgaben machen und pipapo. Unhöflichkeit, permanent, auch dazu zählt auch die Zickigkeit und hohe Handykosten, weil Kinder und Jugendliche manchmal eben nicht begreifen, dass alles Kosten hat, wobei heute eigentlich alles über Flatrate läuft, aber dass sie eben nicht mit Geld umgehen und auch nicht begreifen möchten, weil sie denken, oh, Hotel Mama, die können es ja. Naja, bei der Spielsucht, was soll ich dazu sagen? Wenn man die Möglichkeit hat, nutzt man sie aus. Man weiß, wann sie nochmal kommt. Denken die sich. Oder sie denken gar nicht. Mittel und Lösungen sind eigentlich Bestärken. In verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel, wenn das Kind unordentlich ist, dann bestärkt man es und hilft es dabei. Beim Anlernen. Zum Beispiel zum Ordnung halten. Im Haushalt ein bisschen mal einbeziehen. Drohungen eher weniger, aber es wäre eine letzte Möglichkeit. Aber bei Drohungen muss man aufpassen, dass man nicht gleich sagt, wenn du es nicht machst, schicke ich dich ins Heim. Das ist komplett der falsche Weg. Aber zum Beispiel, du willst es nicht anders, Taschengeld ist diesen Monat bei uns drin, nicht bei dir, kriegst du nicht, fertig. Wenn du nicht hörst, wenn ich hören will, wird es führen. Loben, wenn man was gut gemacht hat, wenn man was schlecht gemacht hat natürlich, es sagen, aber nicht irgendwie gleich abmahnen. Vergünstigung streichen, das ist das mit den Drohungen, was ich gesagt habe, zum Beispiel so du mir, so ich dir. Unterstützen, empfehlen. Alltäglichen Aufgaben. Das Kind muss es ja noch lernen. Es ist ja nicht erwachsen. Es kann es noch nicht.
Zum Beispiel, wie man eine Waschmaschine bedient, einräumt, ausräumt, die Wäsche aufhängt. Ist nur ein kleines Beispiel. Mit dem Kind zusammen machen, 5-6 Mal und dann begreift es das auch mit der Zeit. Und dann kann man nochmal sagen, du, ich bin ja gerade am Kochen, die Waschmaschine ist fertig, kannst du es machen? Und dann kommt, nein, ich habe keinen Bock, sondern, ja, warum nicht? Dann kann man schneller essen. Stubenarrest ist eher so eine amerikanische Sache. Viele Eltern machen das so, die geben gleich Stubenarrest für eine ganze Woche, was eigentlich totaler Blödsinn ist. Weil das merken sich die Kinder eh nicht. Weil dann hängt sie vom Fernseher oder sonst wo. Und das bringt großartig nicht bei der Medienproblematik, die heute entstanden ist. Belohnen, wenn was gut ist. Verbieten, wenn es komplett gegen die Regeln verstoßen hat. Immer mit dem Kind reden, aufklären und erklären. Das ist ganz wichtig. Ja. Und Vereinbarungen treffen. Zum Beispiel, ja, was kann man jetzt als Beispiel nehmen? Wenn du nach der Schule nach Hause kommst, dann zieh die Schuhe aus und pack die da hin. Sonst, ja, je nachdem, was das Kind eben so mag, gibt es eben erstmal an den Tag keine Süßigkeiten, wenn es eben das gerne ist. Ist jetzt nur ein Beispiel, das ist natürlich situationsabhängig. Und wenn das Kind das nicht einhält, dann muss es auch begreifen, so ist es, das sollte man so ungefähr so 30 Tage machen, weil das braucht ungefähr so lange, bis man sich das so merkt, in dem Alter, zwischen 6 Jahre bis 16, 17 ungefähr, weil die Verantwortlichkeit ist eben noch nicht da. Vor allen Dingen, das Kind muss auch frühzeitig Verantwortung lernen. Es sollte schon Kind bleiben, aber trotzdem Verantwortung lernen, damit es im Alltag, sobald es in die Ausbildung geht, nicht sofort, im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Fresse fällt. Deswegen nicht zu dolle verwöhnen ja, aber nicht zu dolle, weil sonst denkt es, oh toll, jetzt mache ich eine Ausbildung und ja, krieg auch alles in den Hintern geschoben. Der Chef, der macht eins, der gibt einen blauen Brief und sagt, such dir eine neue Ausbildung, viel Spaß. Der redet nicht großartig hin und her, die machen auch keine Aufklärungsgespräche nochmal extra, wieso, weshalb, warum. Die haben ja keine Zeit dafür, die sagen einfach, du wirst doch, wo die Tür ist. Geh mal schön. Okay, das war zum Thema Probleme und Lösungen in der Erziehung und Vorbeugung für zum Beispiel für die Ausbildung und für zum Beispiel Abitur. Weil ein Abitur fragt auch kein Schwein. Da wird auch gesagt, wenn du nicht hinterher kommst, dein Pech, musst du auf die Sonderschule. Fertig. Ja. So, das war's und ich wünsche noch viel Spaß. Tschüss.